Im Rahmen unseres Politikprojektes haben sich eine deutsche und eine französische Gruppe in Berlin getroffen. Um sich politisch zu engagieren, ist es zunächst wichtig, wählen zu gehen. Einige tun dies allerdings nicht und enthalten sich somit. Unsere Gruppe hat sich mit der Wahlenthaltung unter jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren beschäftigt. Unsere Expertin Maëlle Dubois hat uns in unserem Expertengespräch ihr Projekt VoteDee präsentiert. Sie hat aber auch viele unserer Fragen zum Thema Wahlenthaltung von jungen Erwachsenen beantwortet. Wir haben festgestellt, dass die Enthaltung ganz unterschiedliche Gründe haben kann. Einerseits kann sie auch als eine Form der politischen Meinungsäußerung gesehen werden, denn einige Menschen wollen mit ihrer Nichtwahl zeigen, dass beispielsweise keine der Parteien ihren Vorstellungen entspricht. Andererseits ist es bei jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren auch oft so, dass sie kein Interesse an der Politik haben, da sie denken, dass das Thema nichts mit ihrem Alltagsleben zu tun hat. Viele andere sind außerdem nicht gut informiert über das Wahlsystem und die politischen Ziele der verschiedenen Parteien. Wieder andere junge Menschen fühlen sich nicht vertreten in der Politik und in den Parteien, denn in den Parteien ist das Durchschnittsalter deutlich höher als das der Jugendlichen. Nachdem wir diese Gründe betrachtet haben, ist es wichtig, Lösungen zu finden, um den jungen Menschen die Politik näher zu bringen. Der größte Bereich dafür sind die sozialen Medien. Maëlle Dubois hat uns hierbei einige Projekte gezeigt. Es wurden beispielsweise Videos gedreht, in denen junge Menschen oder Prominente die Jugendlichen zur Wahl auffordern. Eine andere Lösungsmöglichkeit ist die Änderung des Wahlsystems durch eine Wahlpflicht oder auch andere kleine Abänderungen, wodurch junge Menschen näher an die Politik gebracht werden. Maëlle Dubois hat uns von einem Projekt erzählt, in dem Jugendliche eine Podiumsdiskussion von Politikern leiten. Ein letzter Vorschlag ist eine Änderung der politischen Bildung, da viele Jugendliche nicht genug über die Politik in der Schule informiert werden. Außerdem sind die meisten jungen Erwachsenen auch traurig darüber, dass das Fach Politik in Deutschland und in Frankreich oft zu kurz kommt. Zum Schluss kann man sagen, dass die Wahl der jungen Erwachsenen sehr wichtig ist. Die Wahlenthaltung hat aber so viele verschiedene Gründe, sodass es schwierig ist, sie zu bekämpfen.